Hallo und schönen guten Abend. Heute ist Freitag, der 4. Juni 2021 und ich melde mich wieder mit meinem Videotagebuch hier aus dem Klinikum Rheine in der Matthias Stiftung. Ja, die aktuelle Lage hier im Kreis Steinfurt wird immer besser oder hält sich zumindest auf einem sehr guten Niveau. Es sind immer Werte um die 30 und in den Krankenhäusern merken wir das auch. Also so ist hier am Mittwoch, da habe ich die Zahlen gerade nochmal genau nachgeguckt, war es so, dass 23 Covid-Patienten im ganzen Kreis Steinfurt überhaupt nur im Krankenhaus waren, in allen Krankenhäusern zusammen. Und auf den schon häufiger berichteten 18 Intensivstationen hier im größeren Umfeld sind wir inzwischen auf 22 Patienten und wovon 15 noch beatmet werden wieder runter. Also das ist wirklich eine sehr gute und schöne Entwicklung und darüber freuen wir uns natürlich. Wie das jetzt weitergeht über den Sommer, ist wirklich eine spannende Frage. So richtig abschätzen kann man es ja noch nicht. Es wäre schön, wenn es noch weiter runtergeht und wir im Bereich von 10 bis 15 oder noch besser unter 10 kämen mit der Inzidenz, denn dann wäre es wirklich ein derart niedriges Infektionsgeschehen, dass sehr, sehr viel wieder möglich wäre und man einzelne kleinere Ausbrüche sofort wieder abfangen könnte. Was hat sich diese Woche hier getan? Besucherregelung in den Altenhilfeeinrichtungen ist nochmal angepasst worden. So können da jetzt bis zu 4 Haushalte zu Besuch kommen. Im Bewohnerzimmer können dann auch tatsächlich Mundschutz abgelegt werden. Draußen sowieso. Aber wir bitten natürlich darum, dass halt auf den Wegen im Haus dann die Maske noch getragen wird. Geimpfte Bewohner und geimpfte Mitarbeiter brauchen noch nicht mehr regelmäßig 2-mal die Woche getestet werden. Auch das hat sich verändert. Das ist natürlich auch eine Erleichterung und natürlich auch eine subjektive Erleichterung, weil das dann nicht mehr gemacht werden muss. Grundsätzlich gilt natürlich halt auch, dass jetzt zum Beispiel unter den Modalitäten, den 3Gs, den berühmten, also getestet, geimpft oder halt genesen, dass da halt auch Ehrenamtliche wieder in die alten Hilfeeinrichtungen hinein können. Und das ist, glaube ich, der nächste Schritt zur Normalität, dass da halt auch wieder jetzt was kommen kann, worauf viele gewartet haben und dass da immer mehr Normalität in diesen Bereich reinkommt. Das Gute ist natürlich, dass in den Bereichen sehr, sehr viele geimpft sind, bei den älteren Bewohnern sowieso und halt auch bei denen, die sicherlich im Ehrenamt kommen, so dass wir dann wirklich sicher sind und da wieder viel Normalität erlauben können. Und auch ich wünsche es allen, dass sie es genießen können. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie zum Beispiel, da werden wir jetzt auch wieder weitere Lockerungen machen, so ein bisschen analog zu der Schule, werden da halt auch wieder Kontakte unter den Kindern möglich sein, die halt über das hinausgehen, was wir bisher hatten. Auch das wird in diesem Bereich wieder einiges an Normalität ermöglichen. Und als letztes ist es so, dass halt auch die Taxifahrer demnächst wieder, wenn die getestet, geimpft oder halt genesen sind, halt auch ins Haus rein können, um Patienten zu begleiten, sei es ins Krankenhaus oder aus dem Krankenhaus raus. Grundsätzlich sind wir natürlich weiterhin im Krankenhaus etwas vorsichtiger als draußen, das habe ich ja schon mehrfach erklärt. Da haben wir einfach zu viele eh schon kranke Menschen, die dann halt entsprechend geschützt werden müssen von uns. Und das behalten wir weiter, aber da kommt immer mehr Normalität und etwas rein, womit man auch wirklich gut umgehen kann. Auch bei den jungen Vätern oder Begleitern von Gebärenden ist es so, dass wir demnächst halt auch mit diesen 3Gs das dann halt wieder erlauben können. Und dann kann auch außerhalb, wenn es nur der Vater, in der Regel ist es ja immer meistens der Vater oder der Partner der Gebärenden, kann gegebenenfalls auch jemand anderes, wenn der nicht kann, dann hinein mit den normalen Besucherkonzeptregeln, die wir da eh schon haben. Also da kommt wieder viel Normalität rein. Ansonsten muss man abwarten, was sich tut. Im Moment gucken ja alle wirklich sehr, sehr genau in die Bereiche rein, wo schon länger wieder Öffnungen laufen, sei es Großbritannien, sei es Holland, wie entwickeln sich da die Zahlen oder halt auch in die Bereiche nach Israel zum Beispiel, wo schon eine sehr hohe Impfrate ist. Was gibt es da an Beschreibungen des Weiteren, des Lebens nach Weiteröffnung und mit Impfung? Und da werden sicherlich noch einige gute Untersuchungen kommen, die das eine oder andere bestätigen oder auch vielleicht widerlegen und wir da etwas offener und vor allen Dingen genauer hingucken können, was jetzt genau wirklich los ist. Aber ich glaube schon, dass durch die Öffnung, durch das Leben an der frischen Luft, wo viel mehr jetzt stattfinden wird und kann, sich da natürlich wieder eine gewisse Normalität einspielen wird. Wie das über den Sommer weitergeht, ist wirklich sehr, sehr spannend.
und wir werden es beobachten. Gut, ich werde mich wieder melden, wenn sich was tut. Ansonsten glaube ich, kann ich eine kleine Pause machen. Ich bleibe natürlich im Kontakt und werde auf jeden Fall mit meinem 100. Beitrag dann wieder on air gehen, sobald sich was getan hat oder es genügend Stoff gibt, hier zu berichten. Bis dahin verbleibe ich, bitte bleibt alle vorsichtig, achtsam, denn ohne Immunität keine Normalität. Das heißt, entweder genesen und geimpft oder halt ich hole mir noch die Infektion und werde eventuell auch krank, denn alles andere dazwischen gibt es nicht. Und ich hoffe, dass wir möglichst schnell da eine gute Impfverbreitung haben, dass wir dann halt auch den Herbst wieder ruhig und nicht zu stressig erleben im Sinne von allen. In dem Sinne, schönes Wochenende, wascht die Hände, Wochenende, bis dann.